Und die nächste Odyssey Quest, einmal ein Schauspielerleben für mich und einmal die andere Quest, die sich dort anschließt, nicht ohne meine Muse. Unten in der Videobeschreibung die beiden Quests genannt mit Angabe der einzelnen Zeitstempel. Nicht im Zeitstempel enthalten ist, dass wir bei der zweiten Ganz Quest ruhig. nicht ohne meine Du Muse auf einen weißt weiteren doch, Kultisten treffen, mein Meisterwerk nämlich auf wird alles Rexenor. verändern. Es Und amüsiert, den, ja, erstaunt, bringen wir natürlich zur stimuliert und Strecke. klärt das Volk über Von daher schauen wir Kriegsmachenschaften erst auf. einmal in die Und erste dafür Quest brauche ich hinein. deine Hilfe. Ich bin weder Künstler noch Poet, Aristophanes. Bei den Göttern, nein! Aber Thespis, mein bester Mann, wird vermisst. Ohne ihn ist mein Meisterwerk nur ein Stück. Woher willst du das wissen? Er verpasst niemals eine Probe, außer er ist betrunken oder bei einer Frau oder einem Mann. Könnte auch Zufall sein, oder? Nein, er weiß, wie wichtig das ist. Er lässt mich nicht hängen. Da stimmt etwas nicht. Besorg dir eben einen anderen Schauspieler. Oh nein, nein! Thespis lockt immer ein großes Publikum zu seinen Vorstellungen. Je mehr Menschen meine bissige Karikatur des Kleon mitbekommen, desto besser. Wo würde ich ihn denn finden? Thespis entfernt sich nur selten weit von zu Hause. Fang doch am besten dort an. Das dauert nicht lange. Bereite alles vor. Ich komme zurück, sobald ich ihn gefunden habe. So, begib dich zu Thespis Haus. Der lebt in Attika. Sein Haus befindet sich im nördlichen Teil Großathens, unweit der Agora. Dann setzen wir uns hier doch mal einen Merker gleich mal auf der Karte. Ungefähr dahin und dann gleich einmal schauen, wann uns Ikarus darauf aufmerksam macht. Dankeschön, Das Ikarus. muss Thespis Haus sein. Ja, alles klar. Dann war ich doch gar nicht so verkehrt mit meiner Markierung. Dann rennen wir da einmal ganz kurz hin. Und gucken mal, was da vor sich geht. In Tepsis Haus. Du siehst nicht aus wie ein Schauspieler, außer du spielst eine Stadtwache. Schweig! Ich werde dir ein paar Fragen stellen und du wirst sie beantworten. Aber Befehlshaber Rexenor... Wie heißt du? Bulis. Nun, Bulis, es liegt an dir, ob du lebend hier rauskommst. Hast du verstanden? Ja. Sag mir, wonach du gesucht hast. Irgendein Stück. Mir sagt doch eh keiner was. Ein Stück? Ich tue nur, was man mir sagt. Und sie sagten, vernichte das Manuskript. Was hast du mit Thespis gemacht? Ein paar der Jungs sollten ihn in der Taverne die Straße runter betrunken machen. Du solltest mir besser nichts verschweigen. Ich weiß nur, dass sie den Typen beschäftigen sollen. Sieh doch selbst nach in der Taverne. Und das war alles? Ich befolge doch nur meine Befehle. Ich stelle keine Fragen. Tu etwas, das sich lohnt und komm in meine Mannschaft. Du bist loyal und befolgst Befehle. Ist das dein Ernst? Ja, was sagst du? Und aus Athen rauskommen? Danke. Danke. So, sprich in der Taverne. Machen wir. Oh, und ich sehe schon, da sitzen ein paar nette Gestalten. Ich glaube, er hatte genug. Und was geht dich das an, Bursche? Ja, was geht dich das? Oh, sieh mal an. Du solltest jetzt gehen. Sein Arbeitgeber schickt mich, Aristophanes. Und? Er ist nicht auf Arbeit. Ja, nicht auf Arbeit. Aber ich mag ihn. Aristophanes, lustiger Kerl. Heftige Ansichten. Geradezu gefährlich. Ja, das sind sie. Ich brauche ihn nüchtern und ausgeruht. Ich glaube, du verstehst nicht richtig. Befehlshaber Rexenor hat befohlen, dass er hier bleibt. Gebt mir Thespis und im Gegenzug gebe ich euch etwas. Wir können uns bestimmt einigen. Hier, für eure Mühen. Ab jetzt kümmere ich mich um ihn. Ah, Drachmen regieren die Welt. Also gut, du wirst uns nicht wiedersehen. Ich fühle mich nicht so gut.
So, komm. Ich trage dich, wenn du nicht mehr gehen kannst. Dann müssen wir das wohl oder übel für dich tun. Ein paar Meter sind das ja. Hoffe, du bist uns dankbar, dass wir die ganzen Treppenstufen mit deinem schweren Körper dich hochtragen hier. So, ein Schauspielerleben für mich. Trage Testpiece nach Hause. Dann nehmen wir ihn gleich mal ab, in der Hoffnung, dass er schnell ausgenüchtert ist. Meine Eltern sagten, ich werde entweder Schauspieler. Danke, aber weiter darfst du nicht gehen, denn ich kenne wahre Liebe. Ich will nur, dass du morgen auftreten kannst. Natürlich. Und ich will nur meine Muse, meine Liebe. Ich trete nicht auf ohne sie. Du wirst auftreten. Nicht ohne Ekaterin. Ein göttlicher Name für ein göttliches Gestell. Ich meine, Geschöpf. Die Männer in der Taverne. Wer waren die? Oh, die Bewunderer? Harmlos, ehrlich. Ich mag Männer in Uniform. Du musst ausnüchtern. Das Stück ist sehr wichtig. Ekaterin auch. Ohne meine Muse geht es nicht. Bitte, sie ist westlich von hier im Haus der Aphrodite. Wenn das heißt, dass du dann auftrittst, finde ich deine Muse. Manchmal frage ich mich, ob es eine gute Idee war, Kephallenia zu verlassen. So, ganz am Anfang war es ja schon mal einmal angekündigt, an diese Quest schließt sich an die Folgequest nicht ohne meine Muse. Sprich mit Ekaterina. Und Alexios ist ja netten Damen sehr aufgeschlossen, wie wir wissen. Nicht wirklich mein Typ. Zu viele Muskeln. Aber wenn du die Drachmen hast, werde ich mich damit arrangieren können. Thespis sagte, ich finde dich hier. Oh, mein liebster Thespis. Ein Künstler auf so vielen Gebieten. Aber reden wir über uns. Du verstehst nicht. Ich brauche deine Hilfe. Das tun viele. Diese Hände halfen schon mehr Menschen als Hippokrates. Nein, Thespis hat mich hergeschickt. Ich gebe dir sicher keinen Rabatt, nur weil du mit ihm bekannt bist. Nein, Thespis will, dass du zu ihm gehst. Er braucht deine Hilfe, um morgen aufzutreten. Thespis liebt es, aufzutreten. Aber diesmal wird er es ohne mich tun müssen. Aber du bist seine Muse. Befehlshaber Rexenor sagte, es würde mich mein Leben kosten, wenn ich mich momentan mit Thespis abgeben würde. Ich höre ziemlich oft von diesem Befehlshaber Rexenor in letzter Zeit. Er ist einer von Kleons Schoßhunden. Einige der Mädchen haben mir von ihm erzählt. Verkleidet sich gern mit einer Robe und Maske. Und er tut gern Leuten weh. Tut mir leid. Er leitet die hiesigen Einheiten. Seine Männer sind ständig hier. Er wüsste sofort, wenn ich zu Thespis gehe. Warum sollte der Befehlshaber dir drohen? Es geht um dieses dumme Theaterstück. Sie tun alles, was sie können, um Kleons Ruf zu schützen. Aber dich zu bedrohen? Befehlshaber Rexe nur weiß, dass Thespis nicht auftritt, wenn seine Muse nicht auf ihn wartet. Keine Sorge, ich kümmere mich um diesen Befehlshaber. Du verstehst nicht, was für ein Hund er ist. Er ist mehr als nur irgendein Athena-Soldat. Was meinst du? Geheime Treffen, komischer Besuch. Er ist einfach gruselig. Du musst ihn töten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn ich es tue, gehst du dann zu Thespis? Es wäre mir ein Vergnügen. Wo finde ich den Befehlshaber? Auf der anderen Straßenseite Richtung Norden. Die Mädchen müssen ihn dort besuchen, wenn er Gesellschaft wünscht. Hat wohl nicht genug Ausdauer, um herzukommen. Kannst du ihn beschreiben? Er trägt einen dieser großen, dummen Helme. Damit kompensiert er andere Dinge. Keine Sorge, ich kümmere mich um ihn. Bring
bring mir sein kleines Schwert als Beweis. Ich bin bald zurück. Niemand sollte sich glücklich schätzen, bevor er stirbt. Bis dahin ist er nicht glücklich. Er hat nur Glück. So, Rexnor, die Hand gehört also zu dem Kultistenzweig, dem attischen Seebund. Was steht da über ihn? Vom plötzlichen Umkippen in der Abstimmung über den Krieg bis hin zu einem sturen Politiker, den man tot auf offener Straße fand. Die Narben, die der Kult einer Demokratie hinterließ, wurden deutlicher und gefürchteter. Rexenor war die Klinge, die diese Narben zufügte. Ganz gleich, wie widerstandsfähig die Athener auch sein mochten, gelang es ihm mit feiner Hand, sie bei der Stimmabgabe in Richtung Krieg zu bewegen und so dem Willen des Kosmos zu dienen. Rexenor wird auf der Karte auch bereits angezeigt, befindet sich hier in der... Ja, was ist das hier für eine Festung? Auf jeden Fall hier in Athen. Kopfgeldjäger jagt uns. Ja. So, töte Polemarch Rexenor und besorge sein Schwert. Das machen wir. Eine Hand wäscht die andere. Umso schöner, wenn wir quasi zwei Sachen zugleich machen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal den Kultisten töten, sein Schwert mitnehmen, um dann letztendlich über die Quest nicht ohne meine Muse weiter Fortschritt voranzuschreiben. Metzeln wir uns wieder in gewohnter Manier einmal durch. Das ist jetzt hier ein bisschen eng auf dem Dach, würde ich sagen. Oh, und meine Energie, das geht gar nicht. Einmal schnell verschwinden. So, bevor er wieder aufsteht. An den Kriegsverräten rennen wir erstmal schnell vorbei. Energie ist wieder da, das heißt, der Kampf kann in die nächste Runde gehen. Hochklettern, verschnaufen, Bogen spannen.
keine Pfeile mehr. Das nervt. Das nervt. So, Maximum hergestellt. Gut ausgerüstet. Alle Pfeile im Köcher. So, und das war's mit Rexenor, oder? Lebensbalken war ja echt nicht mehr viel, was er eben gerade hatte. Warum wird angezeigt, dass ich die nicht treffen kann? Ach, die sind hinter der Mauer. Oh, alles klar. So, der Söldner kommt gleich. Tja, das liebe gute Söldnerleben. So, die Söldnerin, die haben wir doch auch gleich hier. Denke ich doch mal. Oh, die haut aber mächtig zu. So, Söldnerschreck. Auf dem Weg zu den 40. Monier die Hadesflüchtlinge. Aber auch die ist gleich platt. Hier wäre es fast mal wieder so ein Moment, wo es sich lohnen würde, ja, das Kopfgeld auszulösen. Ja, die Frauen haben aber richtig was drauf hier. Alter! So, den Tod müssen wir immer noch bestätigen. Machen wir. Ja, nee, noch nicht. Dankeschön. Tod bestätigt. Damit auch der Problem erlegt. Und wir haben den Questgegenstand. Jetzt wollen wir mal hier die Söldnerin einmal kurz plätten. Rum, laufen wir mal rechts rum. Letztlich müssen wir nur der, wie heißt sie so schön, Alkaterine Bericht erstatten. So, Söldnerin weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Ist ein bisschen planlos. Nutzen wir mal aus. Alles Gute kommt von oben.
Ja, ein Stückchen noch. Vielleicht können wir gleich mal so einen Attentatsprung machen. Ja, jetzt wäre ganz gut. Ja, das war's. Dankeschön. Hast dich wacker geschlagen. Zolle dir meinen Respekt. Tod bestätigt. Jupp. War's eine gute. So, Charis, die durchscheinen, oder? Kurzer Skip. Ist das Beweis genug für seinen Tod? Nicht das Schwert, das ich meinte. Aber solange er tot ist... Mein Teil ist erfüllt. Sorge dafür, dass Tespis rechtzeitig zur Vorstellung im Theater ist. Du bist verspannt. Komm her und leg dich hin. Wir haben Zeit für etwas Spaß. Oder geht es dir immer nur ums Geschäft? Ist das bei dir? Dann hast du also doch Blut in den Adern. Und das Toast. Doch was ist mit Tespis? Tespis ist Schauspieler. Die Hälfte der Mädchen hier sind irgendwann schon seine Musen gewesen. Doch jetzt sollten wir uns um Tespis und Aristophanes Stück kümmern. Dieses Stück scheint dir wichtig zu sein. Wir hoffen, damit etwas zu verändern. Zum Besseren. Ich sehe noch mehr in deinen Augen. Aber wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse. Es reicht, wenn du weißt, dass ich vorhabe, Männer wie Befehlshaber Rexenor und Cleon aufzuhalten. Bitte sag mir, gibt es Neues von Tespis? Es geht ihm gut. Und er tritt in deinem Stück morgen auf. Oh, den Göttern sei Dank. Ich weiß, wie Schauspieler sein können. Im Vergleich zu vielen anderen Dingen war es ziemlich erfrischend. Ich freue mich wirklich, das zu hören. Hier, für deinen Aufwand. Das Volk mag das Herz von Athen sein, doch mein Stück... ist seine Stimme. Oh, Tag der Freude, des Jubels für alle, wenn Cleon fällt, der Verhasste. Und ihr wisst auch, dass er ein Schwein zum Lehrmeister hatte. Welch Frechheit! Weil ich Lust den Antrag stellen wollte, ein Denkmal in der Stadt euch zu errichten. Wegen eurer Tapferkeit! Wie er uns, alten Herren gleich, scharwenzelt und umschleicht, uns zu täuschen! Doch diesmal soll die Hinterlist sich bücken und an unserem Fuße abprallen! Ah, Verschwörung, Mord! Sie prügeln mich! Bis nach die Offensive.